Hallo, mein Name ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau. Kurz sagen, neue Selbstliebe-Challenge geht bald wieder los im September, um meine Kurse und jetzt auch neu in meiner Ausbildung zum Liebeschip-Coach. Wenn dich dafür interessiert, findest du auf liebeschip.de. Genau, ja, bevor wieder jemand sagt, Gott, warum hast du so einen langen Bart? Ja, ich war im Urlaub, lazy und der kommt bald wieder ab. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute schreiben zu, warum hast du dies, warum hast du ein Hemd an, warum hast du ein T-Shirt an, warum hast du einen Bart, warum hast du keinen Bart? Ist wie es ist. Ja, heute mal vielleicht etwas, ja gut, meine Videos sind ja scheinbar meist kontrovers, aber heute vielleicht noch kontroverseres Video. Ja, so unter Umständen toxische Verhaltensweisen von Pluspol-Co-Abhängigen. Ja, es geht ja, macht den Kanal ja schon lange und natürlich geht es viel um Narzissten, Borderliner oder untherapierte Borderliner und was weiß ich. Und ja, man könnte ja manchmal so denken, jetzt der auf der anderen Seite typischerweise der Co-Abhängige ist so der Gutmensch vom Herrn und das ist ja nicht unbedingt so, ne? Und da wollte ich einfach mal so ein paar vielleicht inspirierende Gedanken reingeben. Also erstmal, ja, haben ja beide Seiten, sowohl Pluspol als auch Minuspol, haben ja so ihre Wunden, ne, und ihre Vorstellungen, die daraus resultieren und wollen partout ihre Wunden abarbeiten, ne? Und wenn das, solange das noch so unbewusst ist, will man den anderen natürlich genau in der Position haben, in der er ist, ne? Also wenn ich zum Beispiel ja, irgendwie einen wütenden Vater hatte und ja, will das so unbewusst abarbeiten und ich habe jetzt einen Partner, der ist aber gar nicht so wütend, dann unter Umständen reize ich den aufs Blut, bis er wütend wird, dass ich sagen kann, ah, guck mal, du bist wie mein Vater und kann mich mit dem an dem dann abkaspern irgendwie, ne? Und es ist bei vielen Sachen so, dass es auch viele Co-Abhängige oder Menschen mit co-abhängigen Tendenzen haben ja auch zum Beispiel dieses Helfersyndrom, ne? So, was ist jetzt aber, jetzt bin ich mit jemandem zusammen, geil, der nimmt Drogen, hat kein Geld, Messi, was weiß ich, super, ich kann mein Helfersyndrom an ihm abarbeiten. Was ist jetzt aber, wenn er mich gar nicht mehr braucht? Und was ist, wenn der auf einmal sagt, ja klar, ich mache Therapie, ich werde jetzt hier zack, zack, gesund, irgendwie löse mein Muster auf. Hä, was mache ich denn mit meinem Helfersyndrom, ne? Also, das ist dann, halte ich ihn vielleicht sogar unter Umständen da, an diesem Punkt, wo er nicht gesundet, einfach damit ich schön in meinem Muster bleiben kann. Also, wie gesagt, das muss alles überhaupt nicht so sein. Das sind nur Fragen, ne? Das sind alles Fragen. Dann, ja, was ja viele im Pluspol sagen, ja, ich liebe den anderen so und ich würde alles für ihn tun und warum macht er es nicht für mich? Auch da ist wieder die Frage, ist man nicht selber passiv bindungsängstlich, ne? Wenn man immer sich Partner sucht, die nicht zu haben sind. Und dann sagt, ja, ich liebe den so. Ja, es ist schön, jemanden zu lieben, der einen sowieso nicht zurücklieben kann, weil er es einfach nicht kann. Zu gestört ist, zu bindungsängstlich, als dass ich sowieso nicht verfügbar ist, in Timbuktu lebt. Ja, da kann ich sagen, ja, ich liebe dich so, aber was ist denn, wenn jemand vor der Tür steht plötzlich, der verfügbar ist? Na, kann ich den auch noch so lieben? Kann ich den auch sagen? Ja, dann wird es doch wahrscheinlich auf einmal schwierig, ne? Wenn da wirklich jemand da ist, der passen würde, kompatibel ist, gut genug aussieht und ich nehme ihn trotzdem nicht. Was ist dann? Was ist da mit mir? Ne? Was für ein Muster arbeite ich da ab? Ne? Dann ist es so, was mir viel auffällt, ja, man hat ja das Gefühl, man möchte dem anderen gern so viel geben. Aber ist das wirklich so von Herzen gegeben? Weil von Herzen gegeben ist ja so, wie wenn du deinem Kind was schenkst zu Weihnachten. Du schenkst es und der Akt des Schenkens an sich ist eigentlich schon genug. Ne? Es braucht keinen Rück. Fluss, ne? Klar, wenn die Kinder älter werden, dann geht es vielleicht schon wieder los, aber wenn du jetzt deinem zweijährigen Kind irgendwie eine Cinderella-Burg schenkst oder einen Lego-Baukasten oder was weiß ich, oder einem dreijährigen Kind, ist allein dieser Akt des Schenkens ist so schön, du erwartest doch gar nichts zurück, ne? Aber ist das wirklich so, ne? Wenn du so der Pluspol in der Beziehung, ist das wirklich so, dass du gibst, ohne
Erwartung, irgendwas zurückzubekommen. Ich glaube häufig, oder in der Regel ist es nicht so. Weil als Co-Abhängige haben wir ja gelernt, ich muss sozusagen ganz lieb und brav sein und ganz viel geben und ganz viel Mami und Papi lieben, dann kriege ich vielleicht was zurück, ne? Und das ist wie so ein unbewusster Vertrag, ein unbewusster Arbeitsablauf, der auch weiterläuft, ne? Das heißt, also es ist in Wirklichkeit gar nicht freigegeben, sondern es ist vielleicht, ja, mit dem, ja, mit dem, ja, Hintergedanken schon zu viel, aber mit dem Programm, wenn ich mich ganz doll anstrenge, dann habe ich auch einen Anspruch darauf, dass der andere Part sich vielleicht ganz doll anstrengt, ne? So, und dann, also ich habe ja jetzt wirklich mit, ich würde wirklich sagen, mit, meine, ich bin sowieso schon seit 1887 Psychologe, aber gut, echt mit Hunderten, vielleicht sogar Tausenden Leuten zu tun gehabt. Es ist ja nicht so, dass die alle mal nett sind, ne? Überhaupt nicht. Also, das ist ja auch so, klar, man sagt hier, dass auf der anderen Seite sind so die bösen Narzissten, vielleicht sind die manchmal auch fies und gemein und alles Mögliche und kontrollierend. Ja, stimmt, ne? Muss man sich. Auf der anderen Seite, ja, können auch co-abhängige Menschen oder Pluspole oder wie auch immer das man jetzt nennt, können extrem fordernd sein, ne? Oder können, wenn es um ihre Themen geht, auch völlig egoistisch sein. Also das heißt nicht, dass sie jetzt auch narzisstisch sind, aber dass sie sozusagen wenn es um ihre Themen geht, um ihre Liebessucht oder auch völlig, soll ich mal sagen, auf einem Punkt sind, nichts anderes hören wollen, genauso uneinsichtig sind wie vielleicht ein uneinsichtiger Narzisst, genauso auf ihrem Sichtweise beharren, egal wie absurd die ist irgendwie, und auch unter Umständen völlig die Fassung verlieren können, wenn sie nicht sofort das bekommen, was sie gern wollen. Ne? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ich brauche jetzt sofort einen Termin, das gibt's aber nicht, oder ich, keine Ahnung, oder muss jetzt dieses Video, muss jetzt gemacht werden, oder ich erwarte von dir, dass du dich so und so präsentierst, oder also, gar nicht, was ich alles zu lesen bekomme, dass allein darüber könnte man schon stundenlang philosophieren. Aber gut, es menschelt halt, ne? Wir sind halt alle so, aber das ist auch alles okay. Aber worauf ich hinaus will, ist, keiner ist perfekt, ich auch nicht, ne? Okay, bei mir, ich bin schon nah dran. Nein, ich bin auch nicht perfekt, null, ne? Ich brauche meine Schattenseiten und ja, ich denke, wir sind auch hier, um ja, um auch verschiedene Sachen auszuprobieren vielleicht, ne? Das sagen ja auch viele Menschen, mal war ich ein Minuspol, mal war ich ein Pluspol. Vielleicht geht es darum, dass du das erfahren möchtest und trotzdem sollst du versuchen, natürlich deine, durch Bewusstseinsarbeit, deine Spielfläche möglichst sauber zu halten oder ja, es für andere nicht zu hart zu machen. Aber klar, wir explorieren verschiedene Seiten, ne? Und wir sind in so einer total elend dualen Welt, ne? Ich meine, wie soll man Liebe kennenlernen, wenn man nicht Liebe kennengelernt hat? Wie soll man Verlustangst identifizieren, wenn man nicht Bindungsangst gespürt hat mal? Wie soll man Bindungsangst fühlen lernen, wenn man nicht mal das Gegenteil gefühlt hat, ne? Also, ich denke, ja, darum geht's auch ein Stück weit. Und aber das gehört auch zu diesem Bewusstseinsprozess dazu, also einmal zu gucken, ja, habe ich eine Übertoleranz für asoziales Verhalten, was ich immer oft sage, ne, was ich vielleicht auf der anderen Seite sehe, aber auch, habe ich auch eine Möglichkeit dazu, bin ich manchmal auch ein bisschen asozial vielleicht oder manipulierend oder was weiß ich, oder voller Wut oder habe das Gefühl, ich bin was total Besonderes oder ich habe ein Recht auf eine Sonderbehandlung oder irgendwie sowas, ne? Bin ich nicht auch so irgendwie? Und bin ich nicht manchmal genauso, also könnte ich zumindest aus bestimmten Phasen meiner Entwicklung sagen, bin ich nicht manchmal genauso verleugnend, wie dass ich das jemand anders zuschreibe, ne? Dass er weiß, wie verleugnet das so. Und wenn wir in den Bereich der frühen Bindungstheorie gucken, also bei Babys, da gibt es ja auch schon so Bindungsstile und da haben wir auch schon diesen unsicher besorgten Bindungsstil und da gibt es so zwei Varianten, also es gibt so die Babys, also da gibt es ja so eine, ja, könnt ihr alles in meinem Buch nachlesen,
irgendwann nächstes Jahr. Aber da gibt es so eine spezielle Situation mit der, die sogenannte fremde Situation, mit der der Bindungsstil von Babys getestet wird und dann geht Mami spielt mit dem Kind, Mami geht raus, Fremder kommt rein, Fremder geht raus, Mami kommt rein, egal. Auf jeden Fall, wenn die Kinder dann getröstet werden, dann sind halt diese mit dem besorgten Bindungsstil besonders, weinen besonders viel. Und es gibt da so die Erdi-Variante, die ja still vor sich, also vor sich hin weint und sozusagen, wo das so nach innen geht. Und es gibt eben die Variante, die in diese Protestwut gehen, ne? Die dann ärgerlich werden oder wenn Mami rausgeht, wird schon gegen die Tür gedonnert. Und das ist eben auch Teil dieses Bindungsstils, ne? Es ist nicht nur dieses passive Erleidende, ne? Was aber auch sein kann, ne? Da ist halt jeder anders, ne? Es geht einfach darum, sich selber kennenzulernen, ne? Bewusst zu werden und dann kann man ja gucken, was man damit macht. Und im Grunde genommen ist es einfach so, ja, warum tun Menschen einem weh? Weil sie selber verletzt sind, ne? Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass man mit jemand, der sich asozial verhält, übermäßig viel Mitgefühl haben muss. Man kann aus so einer Distanz, also auf so einer höheren Ebene Mitgefühl haben. Ja, das ist bestimmt auch schlimm verletzt worden. Aber das heißt jetzt nicht, dass man sich, ja, diesem Verhalten aussetzen muss, überhaupt nicht, ne? Aber auf so einer höheren Ebene, ja, ich meine, sucht sich auch keiner aus, irgendwie, zumindest nicht, also offensichtlich sucht sich auch keiner aus, irgendwie Narzisst zu werden oder sonst was. Also ist halt, der Grund ist halt immer Trauma, ne? Trauma, Verletzung, aber wie gesagt, das ist jetzt keine Einladung für jetzt Verhalten als Erwachsener, für das man selber gerade stehen muss, das irgendwie schön zu reden, ne? Aber dass eben auf beiden Seiten Verletzungen ist, auf Minuspolseite Verletzungen, ist auf Pluspolseite Verletzungen und verletzte Menschen verletzen, ne? Deswegen, ja, ist auch Teil unseres Menschseins einfach, ne? Ich glaube, also ich persönlich glaube auch nicht daran, dass man das jetzt komplett ausmerzen kann oder man wacht eines Tages auf und sagt, hey, ich bin geheilt, ich bin bindungssicher. Das ist ja ein Prozess und ja, im Leben kommt das Leben wirft dann ja sowieso ständig was Neues. Denn selbst wenn man jetzt diesen Bereich gemeistert haben sollte, dann kommt irgendwas Neues, ne? Dann ja, es sei denn, keine Ahnung, ob man mal komplett erleuchtet ist, ob das dann aufhört, aber ich fürchte mal nicht. Ja, genau. Ich hoffe, es war ein bisschen inspirierend. Meine Kurse, wie gesagt, findet ihr auf liebeschipp.de zu Bindungsangst, Liebeskummer, Umprogrammierung des Beuteschemas, Selbstliebe und genau, und wenn du eine Frage stellen willst an meinen Videonewsletter, findest du auch da ein Formular. Und wir werden uns bald wiedersehen.